Guck mal hier. Every day is a new beginning. Ich war gerade bei Manu und fand das T-Shirt so toll, weil das ist meine Devise, das ist meine Hoffnung, das ist mein jeder Tag Neuanfang. Und was macht sie? Leute, ich kenne niemanden, der so ist wie Manuela. Die zieht das T-Shirt aus und klingelt bei mir und gibt mir das einfach. Obwohl ich habe es nicht verdient, sondern es ist ihre Liebe, es ist deine Liebe. Ich danke dir, Manu. Ich habe geheult und ich wünschte mir, die Menschen könnten einfach ihr Herz öffnen und deine Schönheit und deine Liebe sehen. Und es sich freuen, einfach freuen darüber, dass du da bist, dass du mit deinen Fähigkeiten da bist und die Welt retten kannst. Das kannst nur du mit Jesus. Das, wenn die Menschen das nur glauben würden und einfach sich freuen. Und dabei ist da so viel Neid und so viel Eigenes selber machen wollen und nicht glauben und Negativität und gucken, nach Fehlern suchen. Leute, spart euch das. Liebe Manu, ich danke dir. Du bist, Moment, das muss ich hier hinhalten. Das ist meine Seele gewesen oder ist sie auch immer wieder. Und da kommt deine Hand und holt dir aus dem Abgrund raus, wirklich wahr. Leute, wir haben heute Voraussagen bekommen, die sind so grässlich. Bitte kommt zu uns. Ich möchte einfach meine Freude, meine Liebe teilen, die Manuela ist, die sie für die Menschheit hat, für die gesamte Menschheit. Wenn ihr das nur erfassen könntet und euer Herz dafür öffnet. Und ich möchte dir, liebe Manu, danken, dass du da bist und all diese Mühsal auf dich nimmst. Ihr wisst gar nicht, wie schmerzhaft das ist, aufzunehmen, den Schrott aufzunehmen und dann wieder abzubauen. Man leidet und hat Schmerzen darunter als Medium. Und ich bin so dankbar. Ich habe das Gefühl, ich war wirklich in der Unterwelt. Ich war in der tiefsten Tiefe und du holst einen da wieder raus und alles ist wieder alles ist wieder auf einmal voller Licht. Man fühlt sich geliebt. Man braucht sich nicht verlassen fühlen. Das ist echt krass. Ich kann es gar nicht glauben. Und ich möchte dir ein Lied singen, weil das bist du für mich. Das, was dieses Lied ausdrückt, das bist du für mich. Und Jesus, aber du bist ja da. Jesus ist noch nicht offenbart, außer als Geist. Ich weiß aber, dass er als Mensch auch kommt, aber als alles, was er jemals war, das weiß ich. Ich sehe das ja auch, dass er auch seine sieben Geister, die in der Offenbarung stehen, bei sich hat, die gewaltig sind, die ja. Wenn ihr wüsstet, wie groß die Macht Gottes ist. Ja, das bist du für mich, Manu, was ich jetzt für dich singe. Oh ja, du bist meine Wahrheit. Du bist die Zuversicht, die alle meine Zweifel bricht. Und wenn es dunkel wird, leuchtest du wie Sonnenlicht, völlig selbstverständlich für mich.
weißt du, wie schön du bist. Denn du füllst jeden Raum mit Wärme. Es fühlt sich gut an, wenn du einfach all die Schweren nimmst. An jedem Ort, zu jeder Zeit bist du zu lieben bereit. Als gäbe es nichts zu verlieren, als wär das ganz leicht. Du bist das Heiligste, das ich habe auf dieser Welt. Oh, ich glaub, ich hab dir bis jetzt noch gar nichts davon erzählt. Ja, ich schreib jedes deiner Worte auf ein Plakat, an jeder Wand muss groß dein Name stehen. Die ganze Stadt, die ganze Welt soll dich im Großformat sehen. Ich mal dein Bild an den Himmel und jeder schaut auf zu dir. Denn du bist für mich die Antwort, weil jeder Tag mit dir so unvergleichlich anders ist. Du würdest alles riskieren. Ich möchte dir applaudieren, dir sagen, dass du perfekt bist, so wie du bist. Du bist das Heiligste, das ich habe auf dieser Welt. Oh, ich glaub, ich hab dir bis jetzt noch gar nichts davon erzählt. Ein Halleluja nur für dich. Du bist göttlich, wie du bist. Mein Halleluja. Nur für dich, nur für dich. Du bist das Heiligste, das ich habe auf dieser Welt. Oh, ich glaub, ich hab dir bis jetzt noch gar nichts davon erzählt. Danke. Ich weiß gar nicht, wo das aufhört hier, wo ich Stopp machen muss.